Und so hat jede Region und jedes Land und jede Region dieser Erde natürlich ihre bestimmten Grundvoraussetzungen, aus denen dann die Kultur entstanden ist. Und die Kulturen haben ja auch lange Zeit gehabt, sich zu entwickeln. Und das haben sie ja auch nicht umsonst getan. Und wenn wir uns mal gucken, wir uns noch mal das Kartenspiel an. Das fängt an mit den Bodenschätzen. Das sind alles nur, das sind nur Ausschnitte und Beispiele. Aber ich finde, das sind eigentlich ganz gute Beispiele. Bodenschätze zum Beispiel. Ein Land, das fast keine Bodenschätze hat. Da steht dann die Konsequenzen. Die Wirtschaft fußt auf Handel und Bildung. Agieren spielt eine große Rolle. Mobilität ist wichtig. Flexibilität prägt das Ganze. Müssen wir gar nicht weit laufen. Gucken wir doch mal hier Finnland. Ich war einige Monate, hatte ich das Glück, in Finnland zu sein. Und meine Frau war kurze Zeit als Lehrerin auch in Finnland. Und da haben wir das Land wirklich intensiv erleben können. Die Finnen haben fast keine Bodenschätze. Die haben Holz. Okay, aber wenn sie das alles verkaufen würden, dann würden sie anschließend in einer ökologischen Wüste wohnen. Also muss man da auch aufpassen. Dadurch ist für die Bildung so wichtig. Das ist deren Bodenschatz. Und wir alle schauen heute immer wieder auf die finnische Bildung. Ja, und wie? Natürlich. Und warum? Weil die Kultur dort vorgibt, Bildung ist wichtig, denn es gibt wenig Bodenschätze. Aber wenn Sie zum Beispiel, gucken wir mal die übernächste Karte an, Bodenschätze einer in großer Menge. Und da steht dann Konsequenz, die Kultur richtet sich nach dem aus, was der Bodenschatz bietet. Je länger dies geschieht, umso mehr, desto mehr Klassen sind ausgeprägt. Das ist klar. Es gibt die Leute, die an dem Bodenschatz richtig verdienen, die ihn exportieren und so weiter und so fort. Und es gibt die Leute, die dort graben, ausbeuten, einfach nur arbeiten. Und die sind natürlich zufrieden, dass sie damit ihr Auskommen haben. Aber besonders reich werde ich als Grubenarbeiter nicht. Das ist natürlich klar. Und was natürlich auch kommt, ist, Reichtum ist unterschiedlich verteilt und auch Bildung ist unterschiedlich verteilt. Und die kulturellen Unterschiede zwischen den Klassen sind dann sehr stark geprägt. Egal, wo Sie hingucken, wo ein Bodenschatz da ist, haben Sie eine sehr reiche Schicht, gucken Sie sich die Ölexportierenden an. Oh ja. Und Sie haben sehr viele Leute, die zwar in dem Bereich arbeiten, aber nicht reich sind. Und das gilt auch für andere Regionen, wo Sie einen Bodenschatz haben. Wo es viele verschiedene Bodenschätze gibt dagegen, da hat die Gesellschaft unglaublich viele verschiedene Ausprägungen und ist sehr, sehr unterschiedlich. Und das haben sie ja in China, in Russland oder in den USA. Das, ich habe ja auf den Karten auch immer Beispiele, dass man sich das, dass man das nachvollziehen kann. Ja. Genauso spielt ja die Geografie eine große Rolle. Also was für eine Geografie habe ich? Wüsten und Steppe zum Beispiel. Oder Gebirge. Bei Gebirge, da kann ich, das kann ich gerne mal vorlesen. Ist der Lebensraum durch hohe Grenzen beschränkt, richtet man sich innerhalb der Grenzen ein. Von Tal zu Tal sind die Unterschiede lange gewachsen. Unter der kleinen gemeinsamen kulturellen Hülle bestehen viele Besonderheiten, die niemand genau kennt. Die einzelnen Sie sprechen mit einem Tiroler, also insofern. Eben, deshalb, Sie kennen das wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. Denn zwischen den einzelnen Tälern, auch in Tirol, gibt es große Unterschiede, glaube ich, oder auch zwischen Süd- und Nordtirol schon, ne? Yep. Also das ist natürlich völlig klar. Wenn Sie dagegen großes Flachland haben, ich bin ja hier der Flachländer, dann gucken wir doch mal, was sagt denn da die Geografiekarte. Länder mit fruchtbaren Ackerböden sind durch Handel, Produktivität und Tradition geprägt. Es gibt feste Regeln, an denen sich die gesamte Gesellschaft ausrichtet. Jeder kennt seinen Platz und kann sich daran orientieren. Das haben Sie natürlich. Gehen Sie mal durch Niedersachsen. Allein die Schützenfeste sagen einiges. Und natürlich, wo sie sehr viel Ackerbau haben, auch das ist natürlich spannend, da haben sie natürlich auch die Feste immer ausgeregelt nach dem, was die Jahreszeit gibt. Erntedank und so weiter und so fort. In einem Land, wo das ganze Jahr das gleiche Klima herrscht, da haben sie natürlich auch die Feste nicht nach dem Klima, sondern nach ganz anderen Regeln, die da gefeiert werden. Aber gerade in diesen Bauerngesellschaften, da haben sie immer diese festen Ostern natürlich, wo der Frühling anfängt. In vielen Ländern gibt es zu Ostern oder zum Frühling ganz besondere Regeln. Also in einigen Ländern brauen die Leute extra Bier zum Frühling, um den Frühling zu begrüßen und so weiter. Davor die Fastenzeit, die ja eigentlich angedacht ist. Natürlich, die Fastenzeit hat ja auch übrigens natürlich sofort eine...
eine Begründung. Das ist ja nicht einfach, dass die Leute nur fasten, sondern es geht einfach darum, der Winter ist vorbei, man hat fast nichts mehr. Und wenn man jetzt nicht fasten würde, dann würde man die letzten Tiere noch schlachten, um die zu essen, statt sie im Sommer sich wieder vermehren zu lassen. Und so hat die Fastenzeit also viele Vorteile auch. Ja. Und aber in einem Land, das zum Beispiel nicht diese vier Jahreszeiten hat, sondern eigentlich wie eine große Wüstenregion, immer die gleichen Jahreszeiten, da kann die Fastenzeit auch wechseln. Mhm. Schauen Sie sich die Fastenzeit der Muslime an. Ja. Die ist natürlich, die wechselt ja jedes Jahr. Und das aber natürlich in einer Region, Ramadan, wo sie, ja, wo sie immer die gleichen, das gleiche Klima haben, kein Problem. Ja. Das sind natürlich alles vereinfachte Dinge. Das ist natürlich alles wissenschaftlich nicht unbedingt komplett 150% haltbar. Man könnte dann sagen, aber im Einzelfall müssen wir uns das nochmal angucken. Völlig richtig, gebe ich zu. Überhaupt nicht das Ding. Aber wenn ich die 3 Stunden, die wir vorhin erwähnten, Zeit habe, oder ganz kurz, es steht jemand vor mir und ich muss mich schnell in den hineinversetzen, ich muss schnell seine Kultur durchblicken, dann ist diese Methode genau die richtige. Oder bei zum Beispiel, was haben wir denn hier, bei Religionen. Die Religion, da habe ich nicht irgendwie eine hervorgehoben, einige mehr oder einige weniger. Aber sie sind unterschiedlich. Und zwar vor allen Dingen, das ist für uns wichtig, die Kultur dem anderen gegenüber. Das Christentum ist sehr individuell geprägt. Wir sind im Christentum auch Individuum. Der Islam dagegen ist viel mehr auf die Gemeinschaft geprägt. Und im Buddhismus oder Hinduismus spielen ganz andere Regeln eine Rolle gegenüber anderen Menschen. Buddhismus mit der dem anderen zugewandten Seite, hatten wir vorhin bei Japan ja schon. Und der Hinduismus natürlich vor allen Dingen mit seiner, mit seinen verschiedenen Stufen und mit den Kasten, die natürlich die Gesellschaft auch prägen. Oh ja. Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Es ist nur anders. Und wenn ich das dann alles kombiniere, wenn ich so zum Beispiel auch, ich habe dann hier noch die Karten Bevölkerungsdichte oder auch Wirtschaft. Und wenn ich mir das dann anschaue, dann müsste man natürlich sagen, okay, dann ist ja klar, alle muslimischen Länder sind gleich. Nee, sind sie eben nicht. Denn es gilt eben nicht nur eine Karte, sondern wenn ich mal beim Pokern bleiben darf, wenn ich eine große Straße habe, dann muss ich 5 Karten der verschiedenen Faktoren haben. Und dann spätestens sehe ich, eine Landschaft, die zwar muslimisch ist, aber nur mit einem Bodenschatz, ist natürlich eine ganz andere Kultur als eine muslimische Gesellschaft mit vielen Bodenschätzen. Ich muss das einfach kombinieren. Und wenn ich dann bei Wikipedia gelesen habe, das Land sieht so und so aus, politisch ist es seit langem eine Demokratie oder was auch immer, es liegt in der Klimazone, es hat eine große Bevölkerungsdichte. Also bleiben wir doch bei Japan, weil das ist ja so ein schön exemplarisches Ding. Japan mit vielen Leuten auf engem Raum, denn sie haben ja nur die Küstenregion und dann geht es ja ziemlich schnell bergan und da können sie auch wenig anbauen. Das heißt, alles, was sie anbauen, ist an der Küste und das Meer gibt viel her. So dementsprechend sind die Menschen auf das Meer geprägt. Das ist das eine. Dann wohnen sie sehr eng, auf sehr engem Raum. Das heißt, die Bevölkerungsdichte gibt eben auch eine Vielzahl von Regeln und Hierarchien vor. Dann steht da natürlich eine Karte Politik und Geschichte. Wenn Sie sich die Geschichte Japans anschauen, dann haben Sie bis in die 1870er Jahre eigentlich eine ritterlich geprägte Gesellschaft. Das hat natürlich Auswirkungen. Wenn wir uns heute fragen, was haben die für komische ritterliche Regeln, dann ist das kein Wunder, wenn Sie ja jahrhundertelang in dieser Rittergesellschaft gelebt haben. Die Samurai, mit, ja? Ja, natürlich. Der letzte Aufstand der Samurai war, glaube ich, 1870. Und schon haben sie eine Erklärung für die japanische Gesellschaft. Und dann ist es eben nicht so, dass die Japaner, also bei Asterix heißt es ja immer, die spinnen die Römer. Das tun sie eben nicht. Die Römer spinnen nicht, sondern die Römer haben ihre Kultur so entwickelt, wie es ihnen von außen vorgegeben wurde. Warum Manga? Warum technikaffin? Wen meinen Sie jetzt, die Japaner? Ja, genau, weil die sind ja die Manga-Verrückten auf der einen Seite und die technische Affinität, die Early Adopter, würden wir sie bei uns nennen, das ist ja auch typisch japanisch, oder?
Ja, dann schauen wir uns doch mal, gucken wir doch schon mal wieder auf die Bodenschätze an. Japan hat keine Bodenschätze oder relativ wenig. Und da müssen sie erfinderisch sein. Und wenn ich da auf die Karte wenig Bodenschätze gucke und ich zitiere mich dann selber, oh, das macht ja Spaß. Die Wirtschaft fußt auf Handel und Bildung. Agieren spielt eine große Rolle, völlig klar. Die müssen einfach aktiv sein und mobil sind sie auch noch. Das merken wir ja. Gerade Mobilität ist heute für Japaner unglaublich wichtig. Und dementsprechend sind... Und eine Arbeitskultur, Leistungsfokus. Ja, natürlich. Und Flexibilität prägt die Gesellschaft. Also große Firmen, große japanische Firmen haben noch vor 20, 30, 40 Jahren ganz andere Dinge gemacht. Fahrräder gebaut oder Nähmaschinen und so weiter. Und haben sehr oft eigentlich auch gewechselt. Und sind sehr flexibel. Und Japaner sind auch flexibel. Und Bildung spielt in Japan eine unglaublich wichtige Rolle. Das können wir teilweise gar nicht nachvollziehen, wenn Eltern mit ihren kleinen Kindern schon Fremdsprachen lernen. Das ist ja, wird ja gerne dann gezeigt, um zu zeigen, wie merkwürdig die Japaner sind. Nein, die sind überhaupt nicht merkwürdig. Die sind nur anders. Und wenn wir mit ihnen reden wollen, dann müssen wir das verstehen. Und das können wir, wenn wir meine Methode benutzen. Und wenn wir über Russen reden oder über Menschen aus Südamerika und so weiter und so fort. Auch ein gutes Beispiel. Gerne wird der gesamte hispanoamerikanische Raum über einen Kamm geschoren. Das ist also Spanien, Portugal, ganz Süd- und Mittelamerika, alles eins. Nein, ist es natürlich nicht. Die sind äußerst unterschiedlich. Und es ist auch kein Wunder, die einen wohnen im Gebirge, die anderen am Wasser, die dritten in einem großen Steppenland und wieder andere in einem großen Urwald. Und natürlich sind die unterschiedlich. Und wir wundern uns und denken, die müssten ja alle Mexikaner, Brasilianer, alles eine Soße. Ja, genau. Ja. So, und dementsprechend, wenn wir so agieren, haben wir natürlich keine Chance, mit den Leuten vernünftig ins Gespräch zu kommen. Ich hatte das Glück, dass ich in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, einen Professor hatte, bei dem ich gearbeitet habe am Lehrstuhl, der ist gleichzeitig estnischer Politiker. Und der war der erste freie, der erste Verteidigungsminister des freien Estland. Oh. Und da begegnen einem ja auch immer lustige Dinge. Ja, die baltischen Länder. So, und die werden auch immer über einen Kamm geschoren. Also Litauen, Lettland, Estland ist ja alles eine Soße. Ist doch so, genau. Ja, genau, ist es natürlich nicht. Die sind komplett unterschiedlich. Und so muss man sie auch behandeln. Litauer zum Beispiel sind in einer Sprachfamilie mit Polen und so weiter und sind katholisch. Esten dagegen sind in einer Sprachfamilie mit den Finnen und sind protestantisch-lutheraner und sind natürlich ganz anders. Die haben Sie Sprache auch drinnen in Ihrem Kartenspiel? Nee, dann wird es wieder kompliziert. Das ist dann wie bei Hofstädte, dann kann ich natürlich auch noch fragen, ist die Gesellschaft männlich oder weiblich orientiert und in welcher Distanz, Machtdistanz und so weiter.